Hallo zusammen und herzlich willkommen bei 7 Days to Die mit Anduin Hallo. und meiner Wenigkeit Tibor. So, wir sind hier irgendwo bei uns in der Mine und haben brav gefarmt des Nächtens. Ich glaube, die letzte Aufnahme war ja auch ein Zeitraffer, wo man uns in der Mine gesehen hat, dann zum Schluss. Und ja, wir wollten euch einmal das zeigen. Mal wieder, dass ihr seht, wie sich das entwickelt hat, wie es sich erweitert hat. Und wir gingen aber jetzt gleich rauf und Das starten. gefarmte Material verarbeiten, auf das freuen wir sich schon die ganze Zeit. Das stimmt. Okay, mir So. zeigt es der Eisen an und ich klopfe jetzt schon zum x-ten Mal drauf. So, Krieg alles was. raus, nur das Eisen nicht. Gut. Aber jetzt hat es gescheppert. So, ich habe Dahinter ist, jede da Menge ist er nicht. Zeug rausbekommen. Manchmal ist das merkwürdig. Ich glaube, das Erste, was ich mache, ist die restlichen Woodlock-Spikes verstärken, ne? So. So, ich mache mir am Weg nach oben. Zeug Ende nie. Also ihr seht schon, da gibt es mittlerweile ein relativ großes Minensystem. So, wo bringe ich die Kohle unter? Wo bringe ich die Steine unter? Oh, wir platzen aus allen Nähten. Ja, wir haben wirklich eine Menge gefarmt. Ja, doofe Zombies. Alles, was man nicht brauchen kann. Für doofe Zombies. So, ich bin nur schnell unten bei den Öfen. Okay. Ich schau mal, was sich vor der Türe tut. So, dann können wir gleich mal wieder aufteilen da. So, ich brauche. Wo ist denn das süße Gerät zum Bearbeiten? Nein, da auch nicht. Ich bin irgendwie desorientiert. Wo ist mein Zeug? Da. Welches Zeug? Na, ich habe die Range gesucht. Ich hab sie. Achso, ja. Ja, na, wir haben die Kisten ein bisschen umorganisieren müssen, weil es jetzt wirklich schon wieder knapp wird. Ich habe schon noch eine aufgestellt dazu, provisorisch, aber. Also, du hast umorganisiert, ich habe. Ich suche immer dann nur das Zeug. Dann die 1000 Steine, das Makler da. Den Rest nehmen wir mit drauf. Ja, ich werde mal ein bisschen Beton und ein bisschen für die Wood Frames oder Cobblestone Frames zum Reparieren was einpacken, gell? So, da sieht man schon, was wir alles hergerichtet haben. Jede Menge Materialien. Wo ist der Concrete Mix? Ist Da der? herunten. Ah, okay. Ich würde mir gerne einen Kübel mitnehmen, wenn das okay ist. Okay. Wozu brauchst du den? Weil ich immer wieder beschädigte Blöcke finde. Ah, okay, warte, dann gebe ich da das Angefangene. Und wenn ich schon da draußen auf den Woodlock Spikes herumhüpfe und balanciere, dann will ich das gleich reparieren. Ah ja. Das legen wir da wieder rein. Dann schauen wir noch einmal kurz, wie es bei uns ausschaut mit Nahrung und Wasser und so. Das passt alles. Da braucht man momentan nichts machen. Dann schmeißen wir das Potassium nicht rein.
raus oder Potassium-Powder oder wie immer das heißt. Aktuell. Na, das weiße Pulver halt, ne? Das weiße Pulver, genau. Genau, das werde ich auch brauchen. Sicher, sicher, nimm ein bisschen Material mit. Ich glaube, du wirst da viel mehr Eisen mitnehmen müssen, oder? Ich habe 4.500 dabei. Ah, okay. Ich habe Ja, auch dann. was geschürft. So, da ist nichts mehr. Aber ich nehme mal gerne noch was mit. Ich habe noch Platz. So. Passt. Tada. Auf los geht's los. Aha. Na, wer jetzt? Na ich. Los geht's. Okay. Ups. Hätte der Dame höflich die Tür geöffnet. Sie schlagt es gleich wieder zu. Ich bin noch beim Frühstück. Naja, genau. Sprich mich nicht an, ich bin noch bei meinem Frühstück. Genau. Kaffee hatte ich keinen, also. Sicher hast du einen Kaffee gehabt. Ja, aber nicht im Game. Warte mal. So, da hat sich doch gerade eben irgendwo etwas eingebaut. Natürlich sein. So, kleiner Rundumblick. Okay, dort müssen wir weitermachen. So. Ja, da ist wieder einiges beschädigt. Okay. Was machst du jetzt? Ich bringe jetzt die, diese, wie heißen die, Barbed Wire Fence, die wir als Trennung da verwenden zwischen Keller und Erdgeschoss, die möchte ich anbringen. So, jetzt haben wir da unser Podest aufgestellt. So, da Bin mir nur noch nicht vorne. sicher, wie ich am besten hinkommen werde da. Muss auf die Höhe, dann muss er genau. So, die bauen wir mal ab, die werden wir nicht mehr brauchen. Glaube, ich muss mal da. So, da vorne war Ja, irgendwo. da ist so komisch hin. Da war Blitzen. Ah, Blitzen. Da, ja. Das hätten wir. Was denn? Hast du gerade da was zerlegt? Ja, den Zombie, der da drinnen gelegen ist. Okay. Schau gerade, ob irgendwas zerdeppert hat, aber zeigt mir dann nochmal kaputt an. Ah, der da. Was willst du? Das Krepeiren, das einzige, was ich jetzt nicht mit hab. Habe ich zu Genüge. So, jetzt schauen wir mal, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle. Da bin ich ja auch schon. Oh, ich bin zu nah an deine Fans geraten, Oje. an deine Barbwire. Ah, okay. Ah, die Barbed Wire kann ich dann nicht verwenden, wo ich mir es gedacht habe. Okay. Lassen sie nämlich nicht drehen.
müssen wir changen. Dann werden wir nicht Papaya-Fenster da nehmen. Und dann werden wir es dann zwischen Erdgeschoss und ersten Geschoss machen. So, ich mache jetzt einen Sicherheitsabstand. Puh. Nur lass mich nicht pieken von dir. Nimm mal die da. Mistdinger. Also ein bisschen Scrap-Iron mit. Weil sonst was unterkommt zum Reparieren. So, weiter geht's. Na, ich bin ja schon sehr, sehr gespannt, wie unser Plan aufgeht bei dem Ganzen. Okay. Na, da wäre gerade wieder eine anmarschiert gekommen. Das platziert sie in der Mitte. Okay. Ich mache ja genug Lärm, dass die auf mich zulaufen, wahrscheinlich. Von denen werden wir dann noch viel, viel mehr benötigen. Okay, schlucken die recht viel Eisen. Na, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die in zwei Ebenen anbringe, die Dinger. Damit habe ich einfach nicht so viel produziert, als wir jetzt brauchen werden. Okay. Ich hätte vorher mal probieren sollen, ob man diesen Papaya-Fenzigen drehen kann. Fix davon ausgegangen. Ja, sonst glaube ich nichts, was man mit Papaya bauen kann. Ne? Ja, cool war ja gewesen, so Stacheldraht, so schräg wegsteht, ne? Wie bei einer Mauer. Vielleicht kommt das mit der 15er. Glaube nicht. Ja, wir sind natürlich auch knapp vor der 15er. Also es gibt eine Beta-Version, kann man sie schon downloaden. Die letzte Reihe ist noch nicht ganz aufgewertet oben, gell? Die mache ich vielleicht gleich mit. Oder? Die letzte Reihe von... von was? Vom Beton. Ach so, ja, da ist damals der Konkretmix ausgegangen. Das ist... Boden schon wieder. Das wäre dann meine nächste Arbeit. Keine Ahnung, aber ich glaube, die haben sich erledigt. So. Gut. Bist du oben eigentlich? Bitte? Bist du oben oder wo bist du gerade? Nein, ich stehe im Arbeitskram. Ah, okay. Sonst hätte ich auf den Woodlock-Spikes herum. Sehr schön, sehr schön. Brav. Damit du was zum Reparieren hast. Es verbraucht nur unheimlich viel
Heilungsbandagen. Was denn? Ich hätte mir nur gedacht, dass du mir eventuell von oben, wenn was ist, Luftunterstützung gibst. Ui, nein, das. Geht momentan nicht. Aber ich bin später dann oben, weil er die Betonbauarbeiter noch. Die Decke. Ich bin gleich vorne an der Ecke. Cool. Soll ich dir das gleich stehen lassen? Kannst mal stehen lassen, ja. Passt, mach ich doch. Da ist wirklich teilweise hat das Zeug einen Knacks. Was jetzt dreht sich das um oder was? Musst du es vielleicht von oben machen? Schaut alles nicht ganz so aus, wie man das vorstellt. So, da habe ich noch zwei. Warum schaut das nicht so aus? Na, weil es auf der anderen Seite ist es genauso. Ich kann es leider nicht um 90 Grad drehen. Okay. So. Kannst du vorbei? Ja. Okay. Und da haben sie ganz schön gewütet. Der Seite. Weil das gar nicht die ist, wo wir momentan mit der Mine sind. Mit der Nein. Mine sind wir derzeit eigentlich im Süden. Jetzt wird die Terrakotta-Armee wieder vervollständigt. Das ist meine kleine Armee. Der Ostseite ist einer der Großteilungen gewesen. Aber das wird sich jetzt ändern. Ja, so ist Wenn es. so viele Eisen sollte sich ausgehen. Ich habe mittlerweile die Hälfte schon wieder verarbeitet. Ja, aber es ist ja drinnen auch noch eins. So, da fehlt ein Woodlock-Spike. Na, ihr wart aber fleißig. Da, so.
Na, dann werde ich schnell mal welche produzieren. Gut, Lachszweig, da herunten haben wir es. 10 Stück sollten reichen. So, mein Problem ist jetzt nur, jetzt komme ich unter die nicht hin. Ist echt. Ich arbeite mich gerade drüber. Dann beginne ich bei dir. Dann können wir die Wutframes wieder wegnehmen. Ja, bitte. Das wäre cool. Soll ich in der Zwischenzeit vorgehen und die Dings befestigen? Abbauen. Nein, die Dings befestigen. Die Rames. Da oben. Ja, kannst du machen. Das hätte ich eben gerade gemacht. Du wirst das ja nicht. So, ich gehe jetzt da schnell das da abbauen und dann kannst du schon wieder mit den Woodlock-Spikes arbeiten. Ich nehme nur schnell die Reihe da weg, die Woodframes, dass die da nicht herumstehen, falls eine Wanderrolle kommt. So, als Einladung, kommt herein, kommt herein. So. Bin ja schon sehr gespannt, was mit der 15 alles kommen wird. Ich habe noch gar nichts drüber gelesen, muss ich ehrlich gestehen. Bei anderen Let's Playern haben wir ja gesehen, die beginnen neu mit der 15er. Ich hoffe mal, das ist kein Muss, weil das würde bei uns bedeuten, wir verlieren dieses komplette Bauwerk, wo wir da jetzt eigentlich mittlerweile knapp 100 Folgen dran wirken. Und das werden wir auf alle Fälle versuchen zu vermeiden. Genau. Weil das bauen wir nicht noch einmal. Na, sicher nicht. Also bis jetzt war es ja so, dass man eigentlich aufgrund der Veränderungen im Jungle oder jedes Mal die Karte neu machen haben müssen. Auch bevor wir im YouTube schon veröffentlicht haben, war das bei 7 Days immer so. Sollte es diesmal auch so sein, dass man nichts übernehmen kann, wir probieren auf alle Fälle zumindest die Chunks zu übernehmen, weil wir werden den gleichen World Seed nehmen. Also sprich, die Welt wird ja wieder genauso ausschauen. Ja. Wenn das nicht gehen sollte, dass wir die Chunks verwenden, wo dieses Gebäude da herinnen steht, dann werden wir bei der 15er das Gebäude im kreativen Mode umstellen und dann weiter tun mit der Aufnahme. So, und wir haben auch schon wieder das Ende der Ach, Folge habe ich erreicht. da jetzt ans Ge Nein! Und das jetzt passiert. Soll ich wegnehmen? Okay, na, mache ich schon. Okay, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und schaut wieder rein, wenn es heißt 7 Days to Die mit Anduin und Tibra und dem neuen Gebäude. Ciao! Ciao.